Was geht ab, Pyros? Heute gibt es für euch ein neues Video und zwar das XXL Actifier Unboxing. Ich habe für 1500 Euro bestellt und noch dazu kommen die Neuheiten wie Scala Raketen, Spluva etc. Das seht ihr dann später und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Als erstes beginnen wir mit den Verbünden, die ich dieses Jahr gekauft habe, nämlich einmal hier Push It to the Limit von Albert bzw. Funke, Argento, Iskra, wisst ihr ja schon, eine Neuheit. Dann hier Black Panther von Luipas bzw. Leslie müsste es sein bzw. Funke. Die produzieren in derselben Fabrik wie Funke anscheinend. Und ja, und dann noch als richtig fetten Klunker hier Supernaut 1. Ich freue mich richtig auf das Teil. Und ja, das sind meine drei Verbünde. Und dann geht's weiter, würde ich sagen, mit einer kleinen Neuheitenkiste. Die schauen wir uns gleich an, nämlich hier die weiße Kiste hier. Ab geht's. So, jetzt die Neuheitenkiste. Zweimal blauer Berber habe ich mir gegönnt. Richtig gute Böller. Können mithalten mit dem roten Corsair von Firewind. Dann geht's weiter hier mit der Neuheit. Nämlich die Sternenreiter von Funke. 4 Stück Leitwerk Raketenset. Bin gespannt, wie die so sind. Richtig große Verpackung so. Dann hier noch 2 Batterien, nämlich einmal die Medusa und die Sakura von Argento. 13 Schüsse, die sind richtig geil. Weiter geht's, würde ich sagen, mit der Batterienkiste hier. Da kommt mir schon einiges entgegen. Hier eine kleine Batterie, nämlich die Optik vom Pyromax. Dann die Rapid müsste das sein, glaube ich. Ne, die Venus, 16 Schuss, Pyromax. Dann geht's weiter hier mit der Halleluja von Leslie, hatte ich schon vor 2 Jahren sowas. Hier eine Pyromax Batterie wieder, nämlich die Volt, 16 Schuss, 25 mm. Argento kommt jetzt, nämlich die Red Thunder. Was haben wir hier? Die Chiara, 13 Schüsse wieder, 2 Stück. Einmal die Ultramarine und hier noch die Sakura, zweimal die Sakura. Terremoto 10S, richtig geiles Teil. Und hier noch, das müsste die Rapid Thunder sein, glaube ich. Genau, die Rapid Thunder. Also wenn ihr die noch irgendwo bekommt, das ist so eine geile Salut-Batterie. Ohne Spaß, habe ich letztes Jahr schon gezündet. Top für den Preis. Wirklich sehr, sehr geil. Und ja, weiter geht's hier mit den Batterien hier und den Raketen oben hier. Genau, ab geht's hier. Vorfreude. Weiter geht's mit hier einer Leslie Crazier Compact. Sehr, sehr geil. Jetzt eine Neuheit. Die Spluva von Iskra. Sehr schönes Design. 42 Schuss. Top. Weiter geht's hier mit den Scala-Raketen, Neuheit und die Überstürmer. Sehr, sehr nice. Ab geht's. Dann geht's hier zur fetten Kiste. Über. Wir starten mal rein in die fette Mischkiste hier. Einmal Thunder Airbomb, sehr, sehr geil. Vortex Salut, kennt jeder. Siamancus Redini, sehr, sehr geile Bombenrohre. Letztes Jahr eine Neuheit gewesen, 30 mm. 4 Stück, also die muss man sich holen, wenn man die noch bekommt. Dann, es gibt hier Funke, Geysir Kaliber C, Pirata von Buffalo, eine kleine Batterie, nämlich die Aeon, Screamshots, dann hier Scream von Klasek. Single Shots hatte ich noch nie. Funke Salutraketen Rot, schon lange nicht mehr gehabt, seit 3-4 Jahren nicht mehr, glaube ich. Die Black Bravo Böller. Die Knetterton XL. Dann hier, richtig geil, die Skepta Duo von Leslie. Zerlegerbombenrohre. Beziehungsweise, ja, genau. 3 Packungen Honey Badger. Ja, fein. Frösche C. Was ist das hier? Laserballs. Argento.
Dann die Dombom F2 Scratch Head. Weiter geht's. Was ist das hier? Titanball, groß. Geysir, Kaliber B, grün und rot. Meteorite vom Funke, Kaliber A. Eine Aidos Batterie von Albert. Geysir, Kaliber B, grün und rot. Zweimal bestellt? Weiß ich gar nicht mehr. Dann hier die Alpha. Kleine, aber feine Batterie. Dann Dumbum 2G Plus. Sehr, sehr feine Teile. Schaut schon fett aus hier. Kleine Mischung. Dann hier die Strobe Salute. Silver Pirate von Firewind. Dann hier Donnerschlag Firewind. Nochmal blauer Werber. Drei Packungen habe ich mir geholt. Sehr, sehr fein. Weiter geht's mit zweimal Höllenfeuer von Funke. Sehr, sehr fein die Teile. Dann hier eine Batterie, nämlich die Mephisto von Argento. Es wird alles schön aufgestapelt für die Übersicht. Dann hier Zink. Z1 müssen das sein. Hatte ich noch nie. Boah, richtig Premium. Dumbum F2 Scratchhead. Buffalo Zanzara wieder. Was gibt's hier? Nochmal blauer Berber. Habe ich wirklich zwei Packungen bestellt? Jetzt habe ich insgesamt vier Packungen. Alles klar, Ari. Dann hier einen kleinen Vulkan. Cracky Kaktus von Leslie. Die Bibi-Raketen von Funke mit Crackling. Die Vespa von Buffalo. Eine Retro Collection 1960er. Thunderbolts von Argento mit dem neuen Design. Dann wieder eine kleine Batterie, nämlich die Ahsoka. Dann hier Blitzrums. 50 Schuss. Die hatte ich schon letztes Jahr nochmal mitgenommen. Dann hier die 25 Schuss, genau. Und hier müsste die 16 Schüsse sein. Genau. Sehr, sehr nice. Da fehlt noch die 100 Schüsse. Dann geht's weiter mit der Mandra von Argento. Auch 13 Schüsse. Hauptsächlich Argento dieses Jahr bei mir am Start. Aber ich werde mir auch noch einige Funke-Batterien holen. Medusa. Zweimal. Dann hier einen Schinken. Aber ist schon wieder lost. Nämlich Funke Hetade. Hetada, genau, muss das sein, P1, boah, schaut geil aus, Junge, Glamour Shots, dann was gibt's hier, Blackbox, Micro Rockets, 50 Stück, also Mini Raketen, schrille Mini Raketen, hier Chili Spinner, Firewind, roter Corsair, zwei Packungen mitgenommen. Und weiter geht's hier mit Dombom. Rotate. Genau. Tornado-Wirbel. Funke. Neon Clouds müssen das sein. Ja, Ari, liegt richtig. Einen Schinken. Tiger Bomb. Und hier noch die kleinen Teile. Nämlich einmal noch Meteoriten. Kaliber A. Und was ist das letzte? Der letzte Artikel. Spinning Fountains von, keine Ahnung, Leslie. Keine Ahnung, ob ich das bestellt habe. Ist die Frage hier. Und ja, wir sehen uns jetzt bei der Übersicht. So Pyros, endlich die Aufstellung. Es ist wirklich einiges geworden. Drei Verbünde, ein Haufen Batterien, Kleinzeug ist auch alles dabei. Zwei Schinken hier. Blitzrums, Bluver, Neuheiten, alles dabei. Wirklich, Scala-Raketen, Z1, Überstürmer, Salut-Raketen in Rot. Hier noch einiges.
Ich mache jetzt so einen kleinen Pyro Action. Nee. Hä? Lol. So Pyros, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst auf jeden Fall Abo und Like da. Und ja, natürlich das ganze Feuerwerk von Actifier. Wenn ihr was braucht, schaut gerne vorbei. Und ja, haut rein. Und ciao.